Ich bin ehrlich, ne? Okay, here we go, here we go. Yo. Herzlich willkommen bei Twitch Clips Germania, hier auf Ihrem Lieblingskanal im Internet. Wir sind Dr. Freud und freuen uns, jetzt mit Ihnen gemeinsam in diesen Aal hineinzuschauen. Los geht's! Das ist die Asche von einer guten Freundin von mir. Ja, genau. Genau so dachte ich mir das, Felix. Genau so. Weiß ich. Ja. Okay. Wir lassen es mal so stehen. Ich sag dazu erstmal nichts. Wir machen einfach weiter, okay? Na geh. Oh nein! Ich bin eine Gazelle. Ja. Bumble? Was denn? Du weißt schon, dass du rot bist, ne? Oh, Scheiße! Team reingemacht. Ich hätte es ihm nicht gesagt, ne? Ich wäre so ein Arschloch-Mensch, ich hätte es ihm nicht gesagt. Ich hätte ihn einfach weitermachen lassen, bis ich gewinne. Ja, ey, Nils, ich bin so dankbar, dass du kurz bei mir reingeschaut hast. Ey, geh, wenn du Bock hast, Rezo Stream zu gucken, dann geh. Na klar. Ey, alles cool. Ich sagte, ich bin dir doch gar nicht böse. Let's go. Und erzähl mir, was er gesagt hat. Hallo? Let's go. Girl, tell me the tea danach. Hä, was? Und die haben auf den Shop und so reacted. Wollte dir den Chat was Cooles erzählen. Okay, erzähl. Erzähl. Oh Gott. Ja, erzähl, Nils, erzähl. Ah! Das ist hier kein, ne, Kinderschlecken. Kinderschlecken vor allen Dingen, kein Ponyhof. Was für Kinderschlecken? Das ist also schwierig. Kinderschlecken. Danas. Schwierig. Man sagt das so, oder? Sagt man das nicht so? Aber das boah, ich brauche auch so eine Schrift. Ich brauche auch so eine Schrift, wenn wir zocken, ne? Genau sowas. Kann mir das bitte einer basteln? Kann mir bitte einer genau das basteln, was ich dann über meinen Kopf dann quasi so im dann hinpacke und dann wissen alle Bescheid, dass ich scheiße bin? Danke. Ich glaube, man sagt das so. Geht das mit den Molotow-Cocktails? Kann ich übrigens auch, Freunde. Nur ich kann es halt nicht so gut. Jetzt schon. Sehr gut. Genau das. Genau das. Genau das. Genau das. Same. Same energy. Same. Dem schreibe ich auch einen Kommentar, komm. Ich kann das auch. Einfach so immer instant, ich kann das auch. Ich kann es halt scheiße. Ich mal erstmal so eine Rakete. Warte, ich mal einfach lieber nix. Das ist keine Rakete. Ja, es kann eine Rakete sein, aber keine, die fliegt. Die gleitet. Das ist einfach. Ich bin hier auch gelandet. Oder was? Was am Pferd? Ich hab 90 Fuel dabei. Ich hab ihn getroffen! Ich hab den am Boot getroffen und das fährt nicht mehr. Ah, der Winkel war doof. Okay, jetzt verschiebt sich hier das Timing. Auf jetzt. Ha. Schwanz. Nils, eigentlich müsste es kein VOD geben. Das heißt, man müsste halt instantly klippen. Ich glaube, das geht halt nicht. Also, ey, berichtet mir auf jeden Fall, was er zu den Models gesagt hat. Was hat er zu uns allen gesagt? Es würde mich mega interessieren.
klar, also finde ich auch cool. Übrigens, Nils, also I Love Cats TV, aus meinem Stream ist halt der Doppelgänger von Rezo. So, das ist halt schon eine Ehre, dass wir cool miteinander sind. Mit Ansage. Ich fahre jetzt mal in die 6 runter, ne? Schauen wir mal, was ist. Ich fahre in die 8 hoch. Das ist immer ich, immer wenn ich halt auf Patienten treffe, wir haben halt auch nur so einen Fahrstuhl, wo wir halt hin und her fahren müssen, können. Und immer wenn halt Patienten sind, nope! Und dann bin ich immer, yeah, ich fahre noch eins höher, wollen sie auch eins höher? Nein, sie müssen nach unten, okay, alles klar, super. Und dann verstecke ich mich. Bist du absolut wrong? TikTok! Bist du TikTok? Bett. Ja. Street Child. Das ist mein allererster Kostüm. Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, ihr seid aufgeregt. Ey, Nils, es wäre super, wenn du Pia mal fragst. Das wäre so cool. Ey, das wäre so cool. Das wäre so nice. Das wäre so nice, wenn du Pia mal fragst, was er gesagt hat. Es würde mich erfreuen. Mein Herz würde in die Luft springen, wenn es nette Nachrichten sind. Wenn es nicht so nette Nachrichten sind, dann sag's mir. Ich will mir nicht den Moment versauen, dass halt das Shooting toll ist und wir alle toll waren. Wenn er sagt so, ja, die war ein bisschen wack oder die war ein bisschen komisch oder die war ein bisschen cringe, so, dann maybe sag's mir nicht, okay? Und ich würde mir erstmal... Alter, was hat sie denn für Reaktionen? Junge, ich habe so eine Reaktion nicht. Alter, ich habe die Reaktionsfähigkeit einer toten Katze. Ich sag's euch, wie es ist. So einer überfahrenen toten Katze auf der Straße. Genau diese Reaktionsfähigkeit habe ich. Alter, wie krass ist das denn? Ich will erstmal das Tablet retten. Ja. Buh. Mach sowas nicht! Ich wäre genauso. 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 Einfach genauso. Ey, ich will wirklich. Autofahren will ich nicht, ne? Will ich nicht. Will ich einfach nicht. Will ich nicht. Nee. Tag 71. Ich muss jetzt um 6:30 Uhr kacken, aber wach bin ich jetzt so. Oh, Carillo ist... Oh, ich muss ja mich wieder zusammenreißen. Carillo ist so hübsch und toll. Und ich mag ihre Stimme. Sie ist zwar sehr jung, aber ich kann ja ganz objektiv sagen, dass ich sie extrem für hübsch und attraktiv halte. So. Und Klasmo trinkt sie auch noch, sehe ich. Ehrenfrau. Das kam richtig zu mir geflogen. Was? Ihr Puls ist nur bei 110? Lol. Also jetzt mal ganz random gesagt, so immer wenn ich mir ein Pulsmessgerät drauf mache, das niedrigste, was ich habe, ist 90 und das höchste, was ich mal habe, ist 140 und das habe ich im Sitzen. Ich habe einfach immer einen Puls von 120, 115, so im Durchschnitt. Immer. Selbst im Sitzen, selbst im ruhigen Zustand, ich mache mir das Ding auf Arbeit. So, ich bin am PC, ich mache mir das Ding einfach drauf. Und 130. Es tat weh, als... Bin ich gerade irgendwie... Habe ich das nicht mitbekommen? Seit wann hat denn... Instant Crush, Alter. Seit wann hat denn Lilimon diese Frisur? Die erinnert mich ja so ein bisschen an mein damaliges, an meine damalige Frisur. So, seit wann hat denn Lilimon so eine Frisur? So diesen Pony hier. Ich finde den ja ultra fresh. Also, kann man das bitte klippen und einmal nur Lilimon rüberschicken, so dass ich ihre Frise, die sie jetzt gerade hier hat, übertrieben nice finde.
Smash. Die anderen flüchteten. Und oh, die Qual! Was für eine Qual! Sie war katastrophal! Ein Skandal! Ach, das ewige Hupen! Sag's uns nochmal! Und im ständigen... Pumba! Doch nicht vor dem Chat. Entschuldigung. Ein Teelöffel Salz, okay. Ey, theoretisch, Nils, könntest du Niki anschreiben, die Moderatorin von Rezo, und sie mal fragen. Die hat alles ja mitbekommen, die ist ja 24/7 dort. Kannst sie ja mal fragen, wenn es dich interessiert. Wie kann ich den jetzt als messen? Also, ungefähr. Guck einfach bei ihm im Stream, da müsste eine N-I-K-K-I irgendwas dahinter sein als Moderator, und schreib sie einfach doch bei Whisper, über Whisper an. Ja, das wird schon. Wieso so umständlich? Warum? Außerdem, wie klein... Darf ich mal bitte hier auch YouTube, die YouTube-Leute... Weiß einer von den YouTube-Leuten oder von hier im Stream jetzt, wie groß sie ist? Weil sie sah jetzt echt klein aus. Also, excuse me, aber Lost Kitten sah jetzt gerade so klein aus. What the fuck? Oder es ist einfach nur sehr hoch hier. Es ist nur sehr hoch gebaut. Das könnte auch sein. Ja, das wird schon. Wieso kochen in der letzten Zeit alle so viel? Ich fühle mich richtig wack mit den ganzen Leuten, die halt hier jetzt kochen, so, weil ich kann nicht kochen. So. Ich habe sogar ein Werbeangebot bekommen von... Hier, irgend so ein Bumster von wegen, die liefern dir das hin mit einer Anleitung und dann musst du das halt nachkochen, so, und dann ist es proportioniert und so, bla bla. Von dem Zeug habe ich, ne, und die meinten so, ja, im Stream, dann könntest du kochen und zeigen, und ich so, genau, von HelloFresh, ja. Und ich war so, ich kann nicht kochen. Die so, ja, aber guck mal, das wäre doch super, um halt zu zeigen, dass halt selbst Leute, die halt nicht kochen können, mit unseren Produkten auch kochen können und dann live im Stream. Und ich so, ich kann nicht kochen. Ich habe Nudeln anbrennen lassen. Ich habe Nudeln zum Brennen gebracht. Ich habe Reis, der in einer Tüte ist, mal zum Brennen gebracht. In der Tüte hat es gebrannt. Ich sag's, wie es ist. Alles, was so... Brot beschmieren und Eier braten ist kein Thema. Alles, was gekocht werden muss, da bin ich raus. Die kann ich nicht. Weiß ich nicht, warum. Ich kann es einfach nicht. Da muss ich mich voll konzentrieren, um das zu machen. Mega nervig. Warte, ist da Zucker drin? Oh, warum ist denn da Zucker drin? Alpro, warum macht ihr sowas? Scheiße. Naja, wenn das übel süß schmeckt, das ist doch nicht für Geschnetzeltes. Seltene Mating-Ritual der VTuber. Es wurde bis jetzt selten in freier Wildbahn beobachtet. Es ist ein Spektakel. Der Röhrer versucht, das Weibchen zu erreichen. Geil. Mein Kleiderschrank befindet sich in Kisten. In Pappkisten, seit 2 Jahren. Ich bin seit 2... Es ist Sonntag, sonst hätte ich gesagt, wo ist das nächste Ikea? Nein, halt. Die Schränke sind aufgebaut, aber leer. Die Kisten sind vor den Schränken. Was? LOL, warum? Das muss ich eigentlich erklärt bekommen. Kann mir das bitte einer erklären? Also, wieso? Es ergibt in jeglicher Form, ich bin wirklich empathisch, aber in jeglicher Form ergibt für mich das gar keinen Sinn. Guten jetzt für...
heilige Mutter Gottes! Ihr habt Jurassic Park Teil 1 gesehen, ihr wisst bestimmt die mit den und die machen. Die! Was für eine Beschreibung! Was ist das denn? Ihr habt Jurassic Park Teil 1 gesehen, ihr wisst bestimmt die mit den und die machen. Die! Hätte von mir sein können, die Beschreibung. Ich sag's nicht, wie es ist. Wenn du mal so das Dings, was halt so rund ist und dann so man schieben kann und da man halt so ein Kind reinmachen kann. So, du meinst einen Kinderwagen? Ja, genau! Ich weiß nicht, letztens hatte ich halt auch irgendwas versucht zu beschreiben, dann habe ich halt das beschrieben und dann kam automatisch das Wort. Und man hat mich auch angeguckt, so, wieso bist du so dumm? Und ich weiß es nicht. Einfach, was soll ich machen? Es war heiß. Ich sag ja, die machen... Deswegen ruft er uns? Gebackter Schnaller. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Immer noch ein Hirte. Bloß ohne seine Herde. Weizlobs. Oder das. Die steckt man sich nur auf den Kopf. Oh, wie wunderschön. Oh, so pretty. Du bist so eine schöne Prinzessin. Royal Punk. Du bist so eine schöne Prinzessin. Das steht dir ausgezeichnet. Das schmeichelt deinem Teint. Das macht dein Gesicht viel rosiger. Kopf. Obendrauf in die Haare. Ja. Merkst du was? Lass dir nichts einreden. So kannst du es auch tragen. Das ist gar kein Problem. Ich habe halt auch hier Kronen und die trage ich halt auch hier vorne. Also, weil die halt hier vorne hingehen. Du machst schon alles richtig. Alles gut. Ich steig schon aus, warte! Ernsthaft? Okay, ist nichts passiert. Doch, au! Sonst soll ich auf mir landen! Wo bist du? Au, das sieht schmerzhaft aus! Balui, was machst du da? Ich kann nicht auf. Steh auf deinem Fuß! Warte, ich kann nicht mehr. Ich flieg nochmal hoch. So. Jetzt. Was zur Hölle? Das hab ich auch noch nie gesehen! Auch noch, Clone Wars. Clone Wars sind doch die, die sind in den weißen Hüten, mit den weißen Hüten, oder? Gott, geht mich im Kopf und Kragen, ey. Das ist wie, als wenn man einfach möchte, dass man dazugehört und man redet irgendwas und weiß gar nicht. Mit den weißen Hüten? Also ich bin jetzt kein großer Star Wars Fan, okay? Bin ich nicht. Ich habe die Filme nicht alle gesehen, ein paar, aber nicht alle. Und ich bin halt auch niemand, wo ich sage, so, ich bin auch kein Harry Potter Fan. Ne, man hat mich nicht abgeholt bei Star Wars. Da bin ich zu jung für tatsächlich, dass ich da diesen Hype damals mitbekommen habe. Ja, sie meinte Stormtrooper. Ja, genau die mit den weißen Hüten. Genau. Ja, ich hab schon wieder zu kompliziert gedacht. Woohoo! Love Shaker, hello. Hello, my dear. What's poppin'? Nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänze aufführt. Mensch, yeah. Und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Shit! Probieren wir. Und jetzt kommt die Master Deluxe Pizza. Ich will die, kann ich haben? Warum holst du dir so eine riesen, mir so eine kleine? Guck mal. Ja, du hast gesagt, was soll das? Du hast gesagt, du möchtest eine Kinderpizza haben. Eine Margarita. Hab ich nicht. Ich hab gesagt, Margarita. Warum willst du? Ja, Margarita. Warum willst du mir eine Kinderpizza? Weil die hingeschrieben haben, Margarita Kinderpizza. Ich wollte eine Erwachsenenpizza. At this moment, you have the chance to be a good person. Und
das, was du sagen willst, einfach zu unterdrücken und nichts Falsches zu sagen. Und dafür entscheide ich mich jetzt. Boah, oh, war das knapp. Player standing. Over here. Off your feet! Bis rechts. What? Macht aus mir. Oh mein Gott. Da bin ich! Oh mein Gott, da bin ich! Da bin ich! Da bin ich! Da bin ich! Ja. Ach Mann! Okay, ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei Twitch Clips Germany dabei bin, okay? Da ist die Clara, ja, da bin ich. Let's go. Für alle, die halt den Joke nicht verstehen, bei Spark ist halt aus Versehen haben die halt was hingeschrieben und da stand halt so Clara, ein Meter irgendwas, trägt diesen und diesen Hoodie. Ich war aber nicht Clara. Und ich war auf dem Bild. Und das haben mir halt ein paar Leute von meiner Community, die haben das gesehen, weil ich ja schon Spark verlinkt habe und die sind auf die Seite und haben das gesehen und haben mir das geschickt. So. War ein kleiner Fehler. So hätte gar nicht sein dürfen, war halt heute der Drop und nicht halt davor. Aber seitdem ein paar Leute hier, Clara, 1,72 Meter groß. Ja, also die Spark-Leute können mich so nennen, wie sie gerne möchten. Ist gar kein Problem. Ja, kein Problem. Player standing. Vor allen Dingen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei Clippy in den Clips bin. Ne? Ich weiß nicht, ich bin so ein, ich weiß nicht, man kann es nicht Fangirl nennen, aber ich fühle mich halt so, ich fühle mich so geehrt, dass ich halt, dass halt irgendein Clip cool angekommen ist und dass er den reingemacht hat. Over here. Off your feet! Bis rechts. What? Macht aus mir, oh mein Gott, ich hab voll die Idee. Macht doch aus meiner Asche so Sanduhren. Und dann verschenkt diese Sanduhren. Und dann bin ich bei jedem Spieleabend wieder dabei. Ja. 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 Da, das ist doch eine coole Idee, oder nicht? Ist auch da Foto von vorbestellen, oha. Aber ist doch eine coole Idee. Ja, da muss man mehr reinmachen. Da muss man mehr reinmachen, damit es halt so lange... Das ist so eine coole Idee, oder? Ich finde, das ist eine coole Idee. Ja, senkrecht, waagerecht und vertikal. Ist das nicht so vertikal? Diagonal, ach meine ich doch. Und was ist vertikal? Ach so, senkrecht ist vertikal. Oh. Ups. Okay. Das vergessen wir jetzt einfach. Ist ja wie bei dem Puzzle. Ich auch nicht wusste, wie man schreibt, ne? Psch, 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 psch. Ja, ich kann gerne die Asche dann, ich kann dann Pauli Bescheid sagen und die Asche verlost sie dann an die Community. Und ein paar kriegen meine Freunde und ein paar kriegen halt meine Community die Asche. Und dann ist da halt auch meine Unterschrift so drauf, so ganz klein, so BG Katja, RIP BG Katja. Ja. Twitch Clips Germany! Geil. Das ist geil. Das ist cool. Full Legendary incoming. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke. Verdammt. Ich habe nur noch wirklich einen Schluck, nicht mal einen Schluck. Ich werde hier verdursten. Okay, ich habe einen Schluck getrunken. Ist zwar kein Wasser, aber muss ja keiner wissen. Jan, are you ready for the romantic German? Okay, listen.
Sie wissen, dass man hier nicht parken darf. Ja. Ja. Aber sowas von hundertprozentig. Sowas von hundertprozentig. Ja, aber sowas von. You're welcome. You're welcome. Am Freitag war mein letzter Arbeitstag. Ich kam nach Hause. Natascha hat mir in den Hausflur eine Socke hingelegt. Und hat reingeschrieben, Traditionen wollen gepflegt werden. Happy last day, du freier Elf. Sie hat mir Kleidung geschenkt. Ich bin jetzt frei. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh, das ist cute. Das ist so cool. Oh, das ist ja so, so, so cool. Dobby is free, ja. Leute, ich werd jetzt hier nebenbei mal hier snacken, ne? Findet mich? Ja, nee, das war's. Das hab ich nicht mehr. Tot. Was? Nicht dein Ernst, PUBG! Warum hast du ihn jetzt nicht gekillt, Fischi? Was? Riecht denn dein Bart mittlerweile besser? Ist das dieser Gronkh? Den Gag werde ich jetzt immer wieder bringen, ne? Ist das dieser Gronkh, von dem alle reden? Boah, hör bloß auf, ne? Der hat so gestunken. Und dann wollte ich vorhin im Chat, ja, wollte ich das erklären. Dann dass ich meine Sahne in deinem Bart war? Ja. Meinst du, irgendwer hat es nicht falsch verstanden? Achso, das ist der andere Gronkh. Okay, erklärt einiges. Dann? Mein Bart hat gestunken, weil der Funk seine Sahne darin verteilt hat. Das stimmt auch. Also das ist halt wahr. Es ist halt wahr. Ja. I'm a veteran of the strategy battle game. They're still good. Interesting. Fun to play. Wo OnlyFans Bild? Die gerne kennst Gronkh nicht. Wie ich so viele damit trigger, ne? Nein, tatsächlich habe ich bevor Twitch Clips Germany ich mir mal angeguckt habe, als ich das erste Mal drin war, nicht gewusst, wer Gronkh ist, ja. Wusste ich nicht. I'm so sorry. Aber ich habe mich mit der Twitch-Welt, mit der Twitch-Landschaft überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und ich wusste halt nicht, wer Gronkh ist. They're designed in mind particularly with helping you sort of navigate your way through those rules. And I believe that booklet is actually the first sort of shit assignment. Ich habe meine Cola-Dose in der Hand gehalten, die ist mir gerade, ich bin eingenickt und mir ist auch die aus der Hand gerutscht und jetzt ist shout out to him. Sieht aus, als hätte Lazy damit gespielt. Okay, das erklärt einiges. So benutzt du Tuben? Ja. Du benutzt Tuben so? Alles aus. Oha. Wer benutzt auch so Tuben? Das sehe ich gerade zum ersten Mal, dass man Tuben so benutzt. Wer bitte benutzt so Tuben? Mann, Felix, hallo, also, liebe Leute, ja, sorry, ne, aber nach Kant und Beethoven ist Gronkh der wichtigste in Deutschland überhaupt, weiß ich jetzt nicht. Also, wenn du Twitch nicht kennst, und halt auch jetzt auf YouTube jetzt nicht so aktiv bist, dann hast du keine Ahnung, wer Gronkh ist. So. Weil ich war davor, ich habe von Twitch davor nie was gehört. Bevor ich selbst auf Twitch gekommen bin. So. Und wow, also, ne? Das war's. Man, also, als ob der halt in aller Munde ist. So, laber doch nicht. Nee. Boah, geile Musik! Also, lieber Nils, wenn du willst, kann ich gerne nachher mal gucken, ob ich Niki anschreiben kann, okay? Benutzt du Tuben? Ja. Du benutzt Tuben so?
Boah, geile Musik! Sorry. Sorry, ich wollte euch nicht erschrecken. Ja, den Clip haben wir bewertet und der war toll. Ich mag den Clip immer noch. Ich mag den Clip so sehr. Ich mag den. Ich finde ihn toll. Nochmal hier. Boah, geile Musik! Sorry. Sorry, ich wollte euch nicht erschrecken. Was ist mit dem Kopfi? Kopfi? Bist du ein kleiner Dreckspatz? Also ich habe mit viel gerechnet, aber mit einer Antwort nicht. Raptor-Ring? Ey, bin doch hier. Raptor-Ring. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Ja, das sieht sehr gesund aus. Ach du Scheiße, Leute. Oh, Jesus. Oh, Jesus Christ. Fortfahren. Difficulty, schwer, aber machbar, brutal. Da musst du eigentlich in Schwierigkeiten. Was? Muss leicht. Boah, der hätte von mir so auf die Schnauze bekommen. Oh mein Gott, ich sag's. Ich sag's, wie es ist. Also, boah. Boah, da bin ich ja richtig, also ich weiß halt nicht so, also ich kann halt, also Pauli ist Zeugin und halt wahrscheinlich jeder, der halt mal mit mir zusammen halt mal aufgestanden ist, also Exen oder so. Ey, wenn du mir morgens, wenn ich halt aus meinem Schlaf erwachen sollte und du mir so auf den Sack gehst, ich werde dich umbringen. Ganz einfach, ich werde dich umbringen. Ist einfach so. Ficken! Mutig ist er, ja, 10 von 10, aber leicht lebensmüde, ja. Entschuldigung, ich meine, das Getränk ist ein sehr leckeres alkoholisches Getränk, habe ich mal getrunken auf einer Feier. Kenne ich ja noch gar nicht. Blood and Wine. Musst du auf jeden Fall meiner Assistentin rüberschicken, muss ich mir auf jeden Fall mal holen. Muss ich mal ausprobieren, wie Ficken so schmeckt. Ja. Ich bin ja eigentlich nicht so der Alkoholtrinker, aber Ficken war schon sehr okay. Junge. Sehen diese Augen vertrauenserweckend aus? Oh mein Gott, ich bin zweimal drin! Oh mein Gott, ich bin zweimal drin! Oh mein Gott, ich bin zweimal drin, Leute! Ich bin zweimal drin! Oh, wie gut! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin zweimal drin! Wie cool ist das denn? Wie cool! Ja, also ich finde schon. No! Ah. Oh nein! Und noch andere Sachen ja, bestellt. Ja, morgen hast du ein Update. Weil ich jetzt zu faul bin, um mal rauszulaufen aus dem Haus. Vielleicht ist sie Veganerin und die dürfen kein Leitungswasser trinken, weil es vom Hahn kommt. Ich mag auch kein Leitungswasser. Wenn wir noch weiter in die Richtung gehen. Der war so schlecht, dass er wieder lustig ist. Weiter! Hä? Was zum... Ja. Nice. Wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter. Mike, danke schön für deine 16 Bits. Vielen Dank. Himmelblau, Himmelblau, schau da los. Oh.
Wir haben jetzt 50, wir brauchen 60. Ich hätte gerne ein Schwert. Davids hätte gerne ein Schwert. Es gibt ja einige Leute. Oh, shit! Ups. Ihr habt nichts gesehen? Das war nur zu viel, weil ich habe ein bisschen unterschätzt, dass ich kein 20 mehr bin. Und wenn du dir dann so einen 30 cm Prügel reinknallst. Das klang falsch. Wenn du dir einen 30 cm. Gute Nacht, Felix. Gute Nacht. Langes Baguette zu essen nimmst. Ich brauche deine Hilfe. Und jetzt sagt mein Vater, Toro ist übrigens live. Du bist so ein richtiger Gemeini. Ich bin nicht sauer, aber ich bin enttäuscht. Was hältst du eigentlich von Strafen? Was für Strafen? Oh, du Blöder! Das ist deine Strafe! Ja, das Handy! Das ist wasserfest! Das ist nicht wasserfest! Entschuldige dich! Es tut mir leid! Entschuldige dich! Es tut mir leid! Türkische Waffeln? Was haben denn Waffeln damit zu tun? Ich finde den Clip immer noch so lustig, ne? Ist irgendwas auf die Nahrung angegeben? Vampirwaffeln. Nekromantenwaffeln. Nekromantenwaffeln, man kennt sie. Man liebt sie. Schmackhaft, Schmackofatz, Leute. Waffeln. Käferwaffeln. Gnadenlose Waffeln. Gnadenlose Waffeln. Hä? Oh nein! Waffen! Oh nein! Okay, Entschuldigung. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn deine Teammates dich blocken. Spike planted. Nope. Last player standing. Das ist ja wild, Digga. Also, du bist so ein richtiger Macher, oder? Ich finde das ein bisschen bodenlos. Nekromantenwaffeln. Zum Sterben gut. Der ist gut. Der ist gut, Felix. Der ist gut. Jetzt verstehe ich erst. Ich werde alt, Leute. Jetzt verstehe ich erst, warum die von Spark in der Story immer bodenlos geschrieben haben. Ich war so, ja, mein Gott, keine Ahnung, vielleicht so ein Kölner Ding oder so, ich weiß nicht. Und auch dieses, was war das da? Dieses, unsere Models voll die Macher, war ich auch so ganz komisch, vielleicht sprechen die Kölner halt so. So Smash kenne ich, Digga kenne ich. Und auch dieses Siu kannte ich halt nicht und dachte halt die ganze Zeit so, das wäre halt quasi irgendwas, was die Kölner so sagen. Aber die haben halt so oft bodenlos und so verwendet, dass ich halt dachte, das ist so ein Kölner Ding. Dabei sind das einfach die Jugendwörter 2022. Oh mein Gott, ich werde so alt. Das ist ja wild, Digga. Also, du bist so ein richtiger Macher, oder? Ich finde das ein bisschen bodenlos von dir, aber wenn du so slayen willst, ist für mich eigentlich kein Problem. Nur manche Leute finden das wahrscheinlich ein bisschen sass, wenn du sowas sagst, oder? Also meine Bros oder Bruders, die finden das ein bisschen Gomme-Mode, wenn du da ein bisschen see you! Okay. Oh mein Gott, wieso? Wieso? Warum? Wer redet denn so schrecklich? Da bin ich froh, dass ich alt bin. Da bin ich froh, also ich bin nicht alt, aber da bin ich froh, dass ich aus dieser Zeit raus bin. Dass ich so, also
ja, Digger und so sage ich halt ab und zu. Und Smash sage ich halt auch, weil es halt funny ist. Aber alles andere, nee. Nein, 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 nein. Du bist denn Werwolf Girl? Ja, 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 ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben gerade das Spiel gewonnen. Obwohl, ich habe hier eine Tastatur, ne? Also mit der hier könnte ich das... Was ist denn jetzt los? Es ist Hulk, ja, es ist Hulk. Nee, aber wegen dem Kochstream nochmal kurz hier anzusprechen, ne? Der Haufe ist ja Koch. Er hat mich sogar halt gefragt, so, also beziehungsweise, ich meine halt so, ja, dann kann man ja theoretisch einen Kochstream machen. Übrigens, der Chatverlauf von mir und Haufe ist einfach so Comedy Gold. Unser Humor matcht so hart, das ist so unfassbar dumm, aber lustig. Anyways, hat er auch halt angeboten, so Kochstream zu machen und ich war so, ja, Katja hantiert mit sehr scharfen Gegenständen und Feuer. Ja, was kann denn da schief gehen? Ist ja nicht meine Wohnung. Muss ich hier runter? Der Strese, oh. Leute, der Strese, der ist für allen Spaß zu haben. Ich habe halt vor, ein Video zu machen auf TikTok und ich habe halt so ein paar meiner Streaming-Kollegen darauf angesprochen, so, hey, könnt ihr mir halt ein Video schicken, wo ihr das und das und das macht? Und er war so, ja, mach ich. Und hat er instantly gemacht und das war voll cool, dass er instantly mitgemacht hat. Ach, das ist dieses Spiel! Nein, das habe ich doch in den TCGs immer gesehen. Ich bin so doof. Sehen diese Augen. Oh mein Gott, ich bin dreimal drin! Was? Ich bin dreimal drin! Ich bin dreimal drin! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich bin einfach dreimal drin! Oha! Oh mein Gott! Wie cool ist das denn? Oha! Es ist so cool! Ich fühle mich gerade so geehrt, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Was sagt die feine Katze zu meinen Augen? Oh Gott! Okay. Trauenserweckend aus? Ja, zu 100%. Je stechender die Augen sind, umso eher fühle ich mich angeguckt. Und wenn man mir anguckt, dann denke ich so, oh, Aufmerksamkeit. Und als Katze denke ich so, Aufmerksamkeit, da muss ich den Fernseher nicht beißen. Deswegen, ich finde das eigentlich schon vertrauenserweckend. Wirklich? Ja. Ja. Sympathischer Dude. Sympathischer Dude. Ja! Alles gut. Oh. Nein! Ah, ich bin wieder da! Nein, du! Eins ist mir entkommen. Aber Pumba... Stehen! Dort ist man frei! Dort ist man froh! Ariel, ey, die verfolgt mich so. Das ist so schlimm. Ich habe noch nie so viel Hass für eine Disney-Prinzessin gefühlt wie jetzt gerade für Ariel. Nicht mal für Elsa. Und ich hasse Elsa.
Ariel toppt das gerade so hart, weil sie mich einfach die ganze Zeit begleitet. Das ist ja voll nervig. Jazz sieht mal wieder wunderschön aus. Mal gucken, wie sie singt, aber gibt's doch nicht. Fucking Ariel. Dort ist man froh, dort scheint das Licht im Mond, dort lebt man als hier, unseitig ich mir ein Mensch zu sein. Schön. Hat sie schön gemacht. Schön. Ich traue mich nicht mehr, da zurückzugehen. Ist so ein bisschen mein Problem. Aber wir machen es jetzt einfach. Ah, nein! Da musst du wieder lutschen, um diesen Saft rauszubekommen. Du bist die ganze Zeit nur am Rumlutschen und den Saft. Ja, das ist Sinn des Ganzen. Du willst den Saft haben und am Endeffekt kommt nur dieses weiße Zeug. Das ist so... Ich hätte nicht sagen sollen, dass das meine Kindheit war. Ich bin so ein schlechter Mensch. Wieso finde ich das so lustig? My guardian angel. Weg ist er. Easy. Das ist meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du beliebt bist bei den Girls. Erster Schritt, hab ein paar graue Haare. Zählt weiß auch? Okay, es ist blond. Zählt das? Zählt das? Zweiter Schritt. Lass dir die grauen Haare wachsen. Ja. Setz dich unter Stress oder so. Keine Ahnung. Schritt. Setz dich unter Stress oder so. 3. Lass dir deine grauen Haare weißer färben. Lass dir die bleachen, dass sie schön weiß sind. Schritt 4. Alle Mädels rennen dir hinterher, weil du weiße Haare hast. Punk! Easy! Ey, voll die gute Idee eigentlich, ja. Da liegt ja noch ganz viel. Ja, das ist nicht so lecker wie euer Brot. Komm, du kriegst auch noch. Au! Oh mein Gott! Die hat mich gepiekst. Oh mein Gott, die hat meinen Finger gebissen. Da waren Leute auf der Bank, die haben alles beobachtet. Sie sind Zeuge. Es wird einfach Leute in den Chat damit. Was sind die Leute auf der Parkbank, die das beobachtet haben? Zeuge. Alle den Emoji reinmachen. So ein Ding ist das. Also das Kinder-Ding hat es jetzt weird gemacht. Alter, der epische Move, habt ihr das gerade gesehen, was du mit diesem Salat gemacht hast? Das war ein richtig geiler Hack. Du musst einfach den Salatkopf auf den Strung auf den Tisch hauen, ja. Feste, und dann kannst du den ganzen Strom einfach rausnehmen. Zack. Hex. Ich kann halt nicht nach... Oh nein! Oh mein Gott, wieso tut das Spiel... Ich kann nicht. Ich kann nicht gegen Lisa spielen. Ich kann nicht gegen Lisa spielen. Lisa. Wer ist Lisa? Wer ist Lisa? Wer ist Lisa? Wieso kann sie nicht gegen Lisa spielen? Wer ist Lisa? Soll ich gegen Lisa spielen? Wer kann denn gegen Lisa spielen? Warum kannst du nicht gegen Lisa spielen? Ist Lisa so gut? Ist Lisa so schlecht? Ist Lisa deine Mutter? Dein Vater? Wer ist Lisa? Es geht nicht, Lisa. Es geht nicht. Ich kann nicht. Wie viele Kirschen werden gegessen? 4 Stück. Die Musik. 3 Stück. Okay. Oh, shit! Das war keine Absicht. Oh, shit. Oh, fuck. Das war so vorhersehbar. Das ist ja unglaublich. Warum ist hier so ein dummer Becher auch noch im Hintergrund? Boah, so ein richtig dummer Becher, ja, man, fühle ich. Richtig, richtig ekelhafter Becher. Wir haten jetzt alle den Becher, Leute. Wir haten jetzt alle den Becher. Drecksbecher.
ekelhafter. Guck allein schon seine Form. Bah. Böse. Wo soll ich denn wissen, dass der gefüllt ist? Wer stellt denn sein... Der Becher ist ein ganz gefährlicher Hase. Was? Hä? Einen scheiß gefüllten Becher dahin. Mitarbeiter suchen. Boah, dieser ekelhafte Becher. Auf unser Zeug. Ich sehe nix. Ja, hoch. W. Und ich drück W. Ich drück W. Ah! Pass. W. Wisst ihr, das ist halt eine gute Eigenschaft von meinem Stream. Wir mobben halt keine Leute, wir mobben Becher. Wir mobben einfach Becher. Ein ekelhaftes Zeug. Richtig, richtig eklig. Wirklich. Bah. Puh. Puh auf die Becher. Puh. Ohne Scheiß, ich glaube, das ist Seattle. Jetzt ist 100% Seattle. 100% da war ich. Also jetzt wirklich, ich verarsche euch nicht. Bitte. Wo warst du denn überall? Da war ich wirklich. Doch. Hier war das PUBG Broadcast Arena. Pagok, ich grüß dich. Danke für dein Abo. Valerius Becher. Hier bin ich angesprochen worden von so einem Rapper, der mir seine CD verkaufen wollte. Okay. Hier war unser Hotel hier unten. Ey, Trill, wie kannst du uns so... Ey, was? Ohne Scheiße, sah genauso aus. Komplett falsch navigiert. Sah genauso aus. 1:1. Selbe Stadt. Selbe Straße. Hieß auch so. Fast, ne? Ganz nah. Ganz knapp da vorbei geschabt. Ganz knapp. Das schützt auch nicht mehr. Nee, ist richtig. Also, bist du sicher? No skillet. Das ist halt, wenn so ein Scheit wegfällt und dann der C offen ist, dann... Oh! Ich darf nicht so laut sein, es ist schon spät. Wieso finde ich das so lustig? Ich muss das doch mal sehen, es tut mir so leid. Alle Männer hassen mich jetzt, ne? Ich weiß, aber egal. Nee, ist richtig. Bist du sicher? No skillet. Das ist halt, wenn so ein Scheit wegfällt und dann der C offen ist, dann... Oh! Geht es? Alter! Oder möchtest du kurz einmal dahinter filmen? Da ist keiner. Ja, doch. Hier sind die Duschen. Ne, wir gehen zurück. Da kommen wir gerade nicht durch. Und deswegen. Ich hätte mich das in der Nacht nicht getraut. Es wäre mir scheißegal, ob da jemand ist oder nicht. Deswegen. Drehen wir uns einfach in die Richtung und laufen. Den Fehler machen, dass nicht hier einfach noch einer um die Ecke steht. So, jetzt mache ich den Trick, den Bram gemacht hat. Einmal drüber gucken. Okay. Jetzt traue ich mich mal und gehe da mal nicht da nochmal hinter. Abonniert Twitch Clips Germany oder ich komme zu euch nach Hause, esse euren Pudding, pinkeln in eure Toilette, spüle nicht ab, mache Streifen in die Toilette, zerknitter alle eure frisch gebügelte Wäsche und kacke euch dann in den Briefkasten. Okay, das müssen wir jetzt einmal analysieren. Warte mal ganz kurz. Was hat Rez gesagt? Was will er machen? Abonniert Twitch Clips. Okay. Rassohr. Ja, ich treffe Rassohr. Am 10. treffe ich Rassohr. Voll cool, ne? Germany, oder ich komme zu euch nach Hause, esse euren... Okay, let's go, kommst du mir nach Hause, ist gar kein Problem, ich hab Waffen. Pudding, Pink. Ich hab kein Pudding. In eure Toilette spülen.
kannst gerne meine Toilette pinkeln, du kannst nicht spülen, ich kann das übernehmen, weil anscheinend kannst du das nicht, also mache ich das. Wenn ich da mache, streifen die Toilette. Dafür gibt's Toilettenreiniger und eine Bürste. Da kriegt ihr alle eure frisch gebügelten Sachen. Ich habe keine frisch gebügelten Sachen, bei mir sind alle Sachen nicht frisch gebügelt. Bügelte Wäsche und kacke euch dann in den Briefkasten. Das kannst du machen und das kannst du auch danach auch schön wieder sauber machen. Ich will dich bitte sehen, wie du... Beim Briefkasten ist halt so ungefähr hier so. Ich muss halt dann immer so den Schlüssel und dann halt so, na so hoch. Ich will mal sehen, wie der sich da in den Briefkasten, in den Schlitz, wie er da sein Popöchen, das kannst du bitte machen. Bitte, Raz, bitte mach das. Ich will das sehen. Ich will es filmen und ich will es hochladen. Mach das. Bitte. Aber ich auf jeden Fall abonniert Twitch Clips Germany, ganz wichtig, vor allen Dingen liked auf jeden Fall dieses Video, die Reaction hier auch, schaut euch alles an, followt rein, besucht ihn mal bei Twitch, da ist es immer mega lustig bei ihm und lasst ihm ein Abo da, okay? Cool, haben wir uns alle drauf geeinigt? Nice. So, meine lieben Freunde, wir haben das größte...